Wir hören doch immer, eine Islamisierung findet nicht statt. Aber Berlin, auf der Inschrift des Mahnmals des Anschlags am Breitscheidplatz wird die islamistische Motivation der Tat verschwiegen. In Berliner Moscheen wird jeden Tag ein fundamentalistisches Islamverständnis gegen Integration, Frauen, Christen, Juden ungehindert gepredigt. Konstantin Schreiber, ein genauer Beobachter der Szene, fand sogar keine einzige Moschee, deren Predigt mit den Werten unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung vereinbar wäre. Das ist nicht länger hinnehmbar, denn das ist Angriff auf die sogenannten Ungläubigen mit Ansage. Aber schauen wir mal auf die kleinen Dinge. Islamisierung passiert auch ganz woanders. Nestle produziert jetzt in 100 Fabriken seit neuestem Halal. Seit April ist Toblerone Halal. Und während Schokolade also stillschweigend Halal verifiziert wird, ist der Aufschrei unter Muslimen groß, wenn bei der Islamkonferenz Schnittchen mit Wurst gereicht werden. Mon Dieu. Das heißt, Sie sehen, eine Islamisierung findet nicht statt. Nein, aber 3 Tage lang findet im Kölner DITIB-Hauptquartier eine internationale Islamkonferenz statt, inklusive Muslimbrüder, aber ohne, dass die deutsche Öffentlichkeit davon wusste. Der SPD-Bürgermeister erfährt hinterher davon. In der Abschlusserklärung von denen heißt es, es ist unabdingbar, dass Muslime ihre Unterschiede bewahren und Handlungsfähigkeit entwickeln, gemäß kollektivem Bewusstsein zu handeln. Statt Integration in die Mehrheitsgesellschaft ein abgesondertes Kollektivbewusstsein für Muslime. Sie sagen es selber. Weiter geht es da um die Einschränkung des Islams, der einer bestimmten Region zugeschrieben wird, wie deutscher Islam oder europäischer Islam, steht im Widerspruch zur Universalität des Islams, der alle Epochen und Orte zugleich erleuchtet. Das bestätigt, was die AfD schon lange sagt, dafür werden wir angefeindet, der Islam ist eben nicht an die europäischen Verhältnisse, an den demokratischen Staaten adaptierbar. Dieser Islam ist nicht reformfähig. Wir sehen, dass aufgeklärte Muslime, Sayran Atesh, Herr Mansour, Hamed Abdel Samad, die müssen bei uns jetzt unter Polizeischutz leben. Aber eine Islamisierung findet nicht statt. Das Landesministerium in NRW stellte klar, dass das sogenannte Kampfbeten, das sind diese öffentlichen Massengebete von Muslimen, die der Einschüchterung der einheimischen Bevölkerung dienen sollen, durch Präsenz und Besetzung des öffentlichen Raumes, dass also dieses öffentliche Kampfbeten gedeckt sei von der Freiheit auf Religionsausübung. Allahu Akbar-Rufe, vielleicht verstärkt durch Lautsprecheranlagen, habe die Bevölkerung dazu ertragen. Weitergehende Maßnahmen zum Schutze sehe die Landesregierung nicht vor. Aber eine Islamisierung findet nicht statt. Nach Willen der SPD-Landtagsfraktion sollen Kurse zur kultursensiblen Pflege in den Lehrplan für Pflegeberufe aufgenommen werden. Eine Pflegerin bemängelt, schon bei der Ankunft muss ich mich fragen, ob ich die Wohnung mit Schuhen betreten darf oder sie besser ausziehe, ob ein männlicher Pfleger mit einer Frau alleine im Raum bleiben darf. Scharia-konforme Altenpflege, aber eine Islamisierung findet nicht statt. Und Kardinal Marx, der den Schleppern von Mission Lifeline 50.000 Euro spendet, der hat den Begriff christliches Abendland kritisiert. Er halte von dem Ausdruck nicht viel, weil, ich zitiere, der Begriff vor allem ausgrenzend ist. Wahrlich, ein Spitzenkandidat für den Posten eines religiösen Gleichstellungsbeauftragten der Grünen, dieser Kardinal. Aber eine Islamisierung findet nicht statt, meine Damen und Herren. Mein letzter Gedanke. Wer meint, Rechtsgrundsätze könnten in unserem Staat nur auf wasserdichter rechtlicher Grundlage geändert werden und nicht etwa auch einfach durch geübte, tolerierte Praxis, der irrt gewaltig. Wie beim Migrationspakt, so auch beim scharia-konformen Familienrecht. So möchte der Bundesgerichtshof doch tatsächlich, dass das Bundesverfassungsgericht prüft, ob im Ausland geschlossene Kinderehen in Deutschland wirklich generell als unwirksam zu betrachten sind oder ob nicht jede Kinderehe als Einzelfall gesondert zu bewerten sei. Es gelte, hören Sie und staunen, den im Grundgesetz verankerten Schutz von Ehe und Familie zu wahren. Und noch absurder und widerwärtiger, es sei bei so einer eventuellen Trennung ja auch das Kindeswohl zu berücksichtigen. Also vielleicht tut die Ehe dem Kind ja
gut. Haben grüne Politiker da vielleicht besondere Einsichten, möglicherweise? Dabei ist einfacher Fakt, in Deutschland kann eine Ehe nicht vor dem 16. Lebensjahr eingegangen werden. Aber, meine Damen und Herren, viel Ehe, Kinderehe, das soll jetzt alles plötzlich irgendwie denkbar werden. Alles zum Zwecke eines kulturellen Appeasements um jeden Preis. Kultur- und sittenfremde Vorstellungen und Verhaltensweisen werden uns hier importiert, verschieben peu à peu die gesellschaftlichen Normen und übrigens auch den Auslegungsspielraum deutscher Gerichte. Wir lernen, es kamen nicht nur Menschen zu uns, sondern auch hier gesetzwidrige sittliche Vorstellungen, denen, so scheint's, wir uns jetzt anzupassen haben. Integration andersherum, linksgrünes Traumziel. Der Forderung von Frau Özoguz, unser Zusammenleben muss täglich neu ausgehandelt werden. Dem wird bereits über unsere Köpfe hinweg entsprochen. Oder wie Frau Merkel sagen würde, die Scharia, nun ist sie halt da. Nicht die AfD, meine Damen und Herren, will eine andere Republik, wie die AfD-Hasser dem Verfassungsschutz Glauben machen wollen. Die Täter der unerlaubten Republikveränderung, die sitzen ungeschoren in der Regierung. Deshalb bei diesem Kampf um die Rechtsstaatlichkeit gegen all die linksgrünen Scharia-Verharmloser, dieser Linksstaat muss ein Rechtsstaat bleiben oder es gegebenenfalls wieder werden. Deshalb lassen Sie uns zusammen alles geben für die AfD, für die einzige Alternative für Deutschland oder sagen wir besser, die einzige Hoffnung für Deutschland. Ich danke Ihnen.